Herzerfrischendes. Moin, moin. Hätte ich einzeln müssen? Nein. Wir sind bei Overwatch unterwegs. Bin dem dann, großen Talk-Format von Gruppe. Ich habe aber jetzt gerade kein Thema mehr auf Lager. Ich denke, du hattest zwei. Ja, ich glaube, wir haben beide. Ich glaube, das mit den AGs und so war auch ein Teil davon oder so. Ach so. Aber das haben wir schnell abgefrühstückt. Oh Mensch, das haben wir richtig hart abgefrühstückt. Weil du hattest halt keine. Nee, Wahlfächer. Da hatte ich Kochen, Hauswirtschaft. Und das durfte ich ja auch als Examensfach wählen. Meine Zeit ist noch nicht. Und dann haben wir halt eiskalt eine 1 kassiert. Eiskalt eine 1. Ja. So war das damals. Bei dänischen Schule. Ist ja ein Unterschied, ob wir jetzt dänische oder deutsche Schule war. Also auch ja, ein markanter Unterschied tatsächlich. Ja, die Sprache schon damit. Ja, nicht nur das, aber ich meine halt auch, was für Fächer man hat, ne? Also wir haben ja auch Dänisch und Deutsch gehabt auf Höchstniveau. Ja, das ist ja der Vorteil, dass ihr Englisch, Deutsch und Dänisch habt dann. Also du gerade genau. Als Deutscher lernst ja drei Sprachen im Grunde. Ja genau, wir haben drei Sprachen auf höchstem Niveau. Englisch war ich absolut kacke, muss ich ganz ehrlich sagen. Englisch hat bei mir auch gedauert. Englisch war super schlecht. Auch immer, also im Gymnasium auch. Erst als ich jetzt hier in Dänemark angefangen habe, alles auf Englisch zu gucken. Gut, das war... Jetzt kann ich das eigentlich ganz vernünftig. Verstehen tue ich alles. Ja, verstehen tue ich alles. Außer du hast da den derbsten Akzent aus irgendeinem Dorf aus England oder so. Dann ist das ja ein bisschen... nicht Akzent, aber Dialekt. So. Dialekt, ja. Aber sprechen... Ja, sprechen ist immer noch... Es ist besser als damals. Und dann ärgert man sich, weil... Es hätte alles so einfach sein können, weißt du? Was ist denn heute los? Ist hier Tryhard unterwegs? Oder ich weiß was? Auch nicht. Oder ist unser Team einfach nur Dreck? Oh nee, der Reaper! Was war denn dein Lieblingsfach? Lieblingsfach? Schon mal drüber gesprochen. Musik wahrscheinlich gar. Nee, ja. Musik war mal so zum Abchillen. Lieblingsfach. Ich weiß also nicht. Also was hattet ihr schon auf der deutschen Schule, ne? Lieblingsfächer. Ja. Ich weiß es gerade tatsächlich gar nicht. Ich habe Schule irgendwie, Schule allgemein fand ich sehr anstrengend. Was fand ich denn am wenigsten anstrengend? Ich glaube tatsächlich so Musik, ja doch. Irgendwie sowas. Rally war auch zum Chillen. So heute noch. Ja, Rally, ich bin ja nie getauft worden. Ich habe den evangelischen Religionsunterricht ja nur so mitgemacht. Achso, ich bin nicht konfirmiert. Ich auch nicht. Getauft bin ich schon. Ich bin auch nicht, bin nicht getauft. Deswegen. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie das kam. Irgendwie haben meine Eltern gemeint, aber wäre vielleicht ganz cool, wenn er evangelisch mitmacht. So seit der Grundschule. Dann bin ich auch irgendwie in der Grundschule gehst du ja in meine Kirche. Mhm. Dann bin ich da irgendwie mit in die evangelische Kirche noch gegangen. Ich wusste aber immer irgendwie, dass ich nicht getauft war. Das war ganz merkwürdig. Und ich habe trotzdem immer den evangelischen mitgemacht. Meine Mutter wollte, dass ich auf keinen Fall den katholischen mitmache, weil die findet sie scheiße, weil sie selber Katholin ist. Katholikin heißt das, ne? Nicht Katholin. Katholiken, ja. Ja. Und ich habe irgendwie immer evangelisch mitgemacht. Und weil Ethik irgendwie anstrengend war, das Fach, weil die Nicht-Getauften haben ja eigentlich Ethik gehabt. Eigentlich müssten die das auch haben. Die anderen. Nee, bei uns war entweder hast du Religion oder Ethik gehabt. Und auf Ethik hatte ich keinen Bock, weil das war so anstrengend und der Lehrer war kacke, der da war. Also habe ich gesagt, ich bleib bei der Rallye-Lehrerin, die ist chillig, die mag mich. Ich bin nicht auch die Musiklehrerin? Nee, das war eine andere. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die auch Musik gemacht hat. Kann sein, dass die auch Musik gemacht hat. Nee, die mochte mich. Ich fand's damals schade, oh. Wir hatten einen relativ jungen Klassenlehrer, so einen wie dich. So frisch drin, ne? Ja. Die ab der 5. Klasse hatten wir den oder so, bis zur 7. glaube ich. Und der ist dann rausgeflogen, weil er, das war ein junger Typ, der wollte modern sein. Der hat eine Homepage gebaut, aber der hat die nicht so geschützt, dass da keiner, da hat dann jemand irgendwie Porn draufgepackt. Ah. So, weil er der Verantwortliche war, ist er geflogen, ja. What? Ja. Aber ich hab den mal gegoogelt vor langer Zeit. Der ist auf einer anderen Schule gekommen jetzt. Der ist jetzt auf einer anderen Schule wieder Lehrer. Also anscheinend wurde er nicht. Also er wurde nur von der Schule verwiesen, anscheinend irgendwie. Okay.
Also er ist nicht komplettes Lehrerberufsverband worden, also das nicht. Okay, das ist ja vielleicht ganz gut. Aber ich weiß, der ist damals... Hast du irgendwas, um auf den Punkt zu gehen? Ich hab Reaper. Oh mein Gott, danke. Wieso killen die mich nicht? Der Junkrat ist low. Sehr gut, Nick. Die Religion habe ich ja jetzt auch. Ja, und der Lehrer ist dann geflogen und dann hatten wir eine neue Lehrerin bekommen, die aber relativ streng war und schon lange dabei, weißt du? Das war die Deutschlehrerin und die war streng. Aber wenn du... Achso. Ich sag mal, das ist die Art von Strenge, die ist nur streng, wenn du dich dumm anstellst. Und, weißt du, und halt richtig dumm anstellst, dann wird die pisst. Und halt deine Hausaufgaben nicht machst oder so, dann wird die ein bisschen... Ja. Ne, aber wenn du gemacht hast, was du wolltest... dich nicht wie ein Arsch benommen hast, dann war die eigentlich ganz okay. So eine ist das halt, ne? Das kenne ich. Mit der wurde man dann nach langen Jahren dann auch irgendwann mal grün. Hat aber gedauert bis zur 9. oder 10. Klasse, dann hast du die mal akzeptiert. Aber Lehrer ist halt auch ein undankbarer Beruf manchmal, ne? Also eigentlich täglich. Ja. Leider ist das so. Das ist aber auch das... Aber die Schüler verstehen das halt erst zu spät, so, ne? Als wenn es vorbei ist, ja. Dann, ne? Also damals, als wir in die Schule gingen, da hatte man noch einen ganz anderen Respekt als jetzt. Jetzt haben nicht mal mehr die Eltern Respekt. Ja, aber ich war schon in Klassen drin, da hatten Einzelne auch schon gar keinen Respekt mehr. Das war schon manchmal sehr anstrengend. Einzelne waren immer. Aber heutzutage ist das ja, jeder hat keinen Respekt. Ja, das ist schlimm. Merkst du eigentlich den Fortnite-Hype bei dir auf der Schule? Ja. Tanzen die so wie in Fortnite? Ja. Und die spielen das auch und auf dem Handy Skins, müsst ihr ihm die Handys immer wegnehmen? Wir haben sowieso eine handyfreie Schule. Haben wir letztes Jahr eingeführt. Seitdem müssen die morgens ihre Handys abgeben. Kriegen die nach dem Schultag wieder. Oh shit. Die müssen morgens ihre Handys abgeben. Also die dürfen die mit zur Schule bringen, aber die müssen die abgeben beim Lehrer. Ja. Also den ganzen Tag über und nicht nur während der Stunde. Genau, es ist der ganze Tag, ist das Handy. Aber dann beim Klassenlehrer oder was? Und der behält die dann ein und dann... Ja... Dann ist das so eine Kiste, die wird dann in den Schrank geschlossen und dann ist die, gut, oder? Die Kiste, die, da haben wir auch extra Schränke für und... Okay. Ja, okay. Und dann nach der Schule steht da ein Lehrer und gibt die Kisten raus und die Schüler müssen sich die Handys rausnehmen. Der Lehrer, der die in der letzten Stunde hat, die stehen im Klassenzimmer auch. Ah, okay. Und wie regelt man das, dass sich da kein anderer Schüler irgendwie das Handy von einem anderen snackt? Ja, das ist eine gute Frage, aber das die sind Vertrauen, ja eh alle. Ja. Die sind ja eh alle gelockt, mit Finger also gesperrt. Ja, okay. So, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass der Willi dem Peter sein Handy klaut. Ja. Der es dann auch nicht aufmachen kann und jeder weiß, dass der das geklaut hat. Oh shit, Tracer wollte mich haben. So, das passiert eigentlich nicht zum Glück. Und wir benutzen. Die Handys sind ja, es ist ja nicht nur handyfrei. Handys sind ja auch ein Werkzeug, was da dann auch im Unterricht benutzt werden kann. Und dann werden die rausgegeben vom Lehrer. Und dann werden sie wieder rausgegeben und danach wieder eingesammelt. So ist die. Ui, ich dachte Farrah, die hat da richtig. Ja, einmal hat die Farrah richtig gekillt. Lol, am Ende, glaube ich, ist es. Ah, nee, das ist. Nee, das ist 4 Minuten noch über. Krass. Also ich glaube, da wo die Farrah 4 oder 5 Kills gemacht hat, war das cooler als das. Ich habe alle noch angehetet, ja. Danach hat die Farrah, glaube ich, Kills. Ach, ich weiß es nicht. Nee, aber so ist das bei uns dann. Aber man merkt den Fortnite-Hype, ja. Das stimmt schon. Die gehen auch nach Hause und spielen Fortnite. Und spielen auch Fortnite zusammen und gehen auf LANs nur für Fortnite und so. Spielst du eigentlich auch Fortnite? Und dann sagt, nein. Das heißt, wenn du jetzt Fortnite auf deinem Kanal bringen würdest. Ja, wir haben das ja mal gemacht, du und ich. Haben die das geguckt? Die haben das dann auch angeguckt, ja. Und gesagt, Gott sei dir schlecht. Haben sie echt, oder? Ja. Und die fragen auch zwischendurch noch, sag mal, wer ist, oder dieser der Nephias, ist das eigentlich, kennst du den eigentlich auch? Oder klar. Deine Freunde? Klar. Oder, sag mal, nein. Nein, ich bezahle den, der ist größer als ich und so Leute. Ich bezahle den. Das Gute ist halt, die kennen, die wissen ja nicht, was wir sagen. Die verstehen das ja nicht alles.
Aber die lernen auch Deutsch. Oder wir reden zu undeutlich und zu schnell, ne? Es ist zu schnell, ja. Und es sind auch Wörter, die sie nicht kennen. Es sind ja nicht alltägliche Wörter, die wir nutzen. Aber einige gucken das ab und zu mal. Und dann machen die das im Unterricht an, da muss ich erst böse werden und sagen, gibt zwei. Gibt einmal den, der zu Hause ist. Der ist der Goro-Ball vielleicht. Und dann gibt's einmal der Tore. Und der ist Lehrer. Und der sagt, jetzt machst du deinen Computer zu. Sonst drehe ich richtig durch. Sonst hast du zwei Computer. Ich bin tatsächlich auch einer von den Lehrern, dass wenn ich dann irgendwelche Fragen an der Tafel stelle und dann dann merke ich, dass einige da im Hintergrund tuscheln oder nicht zuhören, dann frage ich auch die. Dann wiederhole die Frage aber nicht. Oh, ich wäre auch so ein schlimmer Lehrer, Mann. Oh. Und dann, na? Ich wäre so ein richtiger. Und dann sage ich nur, ja, und dann sage ich, sehr gut. Und dann gehe ich weiter. Mann, nimm ich den nächsten. Ich wäre so ein richtiger Trolllehrer, glaube ich, die ganze Zeit. Ich würde die ganze Zeit verarschen, ey. Ich verarsche die auch oft. Aber einige mögen das dann auch, weißt du, die Neunklässler kommen dann. Ja, aber dann bist du doch auch sympathisch. Wenn ich so einen Lehrer hätte, so, weißt du, der macht mal ein Späßchen, verarscht einen. Aber nur so, dass er nicht gemobbt wird, sondern so halt noch nettes Verarschen, sag ich mal, ne? So die Trotteligkeit von einem ein bisschen nutzen, so ein bisschen die Verwirrtheit oder so, weißt du? Ja, Und sowas halt. Wir hatten zum Beispiel einen, das war in meiner Ausbildung, da musstest du ja auch in die Berufsschule. Denkst du, nach der Schule ist nie wieder Schule, weißt du, gehst in die Ausbildung, zack, nochmal Schule, weißt du? Denkst du auch, what the fuck? Und ja, der hat halt, das war so mein bester Kumpel in der Ausbildung. Und der hat halt auch, in der Berufsschule haben wir nie aufgepasst, ne? Da hast du die Lehrer gehabt, denkst du dir, lasse labern und so. Und der Kollege hat irgendwie was getuschelt und der hieß Marcel und dann sagt er so, Marcel, wie ist die Antwort? Und er nur so, fuck, ich habe nicht zugehört, 42! Nein. Und so was halt. So weißt du. Ah, das stimmt ja 42. Sowas halt und die ganze Zeit, ne? Und er hat immer, wenn er gelabert hat, so, Marcel, was ist die Antwort? Und er so, 8? So ganz doof, Mann. Ach so. War gar nicht Mathe, immer irgendeine Zahl gesagt. 8? So. Aber nö, das Verarschen der Schüler, das mache ich auch gerne. Es gibt halt. Ich würde, glaube ich, auch die ganze Zeit, wenn ich wüsste, dass die Fortnite spielen, würde ich irgendwelche Fortnite-Insider reinbringen. Dann sind die doch voll drin, Alter. Dann hören die dir voll zu. Dafür ja, müsste man aber Fortnite spielen, ist das Problem. Dafür müsste man Fortnite spielen. Es sind dann auch nur die Jungs. Du hast ja auch ganz viele Mädchen, die das nicht kennen. Ja, dann machst du noch Barbies Reiterhof oder so. So, es ist schwer, die alle dann zu treffen. Also, ich mag ja auch tatsächlich meistens die Schüler, die auch wirklich versuchen, was zu lernen. What the fuck? Ich habe es ganz schwer mit den Schülern, die nicht so gut sind, tatsächlich. Oder nicht nur gut oder nicht gut, sondern mehr, die es nicht versuchen. Habe ich große Schwierigkeiten mit denen. Oh, come on. Das ist nicht so meins. Ich bin nicht so der Speziallehrer. Nicht der Speziallehrer? Nee. Heute sind wir alle Soldaten. Aber wir waren jetzt Montag, Dienstag auf einer Fortbildung. Eigentlich war es auch ganz gut, dass wir Montag nicht aufgenommen haben. Ich war nämlich echt fertig. Siehste? Montag, Dienstag. Und was wollte ich jetzt sagen? Wir sind alle hart gefickt worden. Ja. Da ist mir dann aufgefallen, dass wir waren auf einer Fortbildung und das war hauptsächlich für Dänisch, dass ich ein bisschen vermisse, in Deutschland Deutschlehrer zu sein, weil man da auch Texte interpretieren kann und so ein Kram. Das geht ja hier nicht. Hier ist es nur Sprache lernen. Mhm. Und da vermisse ich so ein bisschen dieses mal ein Buch lesen oder so. Muss ja nur ein kleines sein. So, jetzt ist hier Action. Ja, ich treff nix. Hä? Eine Rakete voll in die Masse gejagt. Ja, war das denn durch? Kommt schnell! Ah, fuck! Boah, der McQueen hackt doch! What the fuck? Nee, doch nicht. Dafür hat er vorher zu schlecht geaimt. Die Tracer nervt ein bisschen. Die Tracer nervt hart, der Zen auch. Ich hab jetzt. Ja, der McQueen nervt mich hart. Die nerven alle. Shit. Die haben ein gutes Team. Und wir? Wir haben Genji.
Okay. Achso. Also ich meine, die Neunklässler, die kommen dann auch auf, im hier. Okay, auf dem Bock, auf dem Bock. Ja, wenn wir im Gang sind, weißt du, dann kommen die auch und dann kriege ich mal eine Brofist und so. Das ist cool. Brofist ich die. Und ja, zweimal Lehrer des Jahres geworden. Jawoll! Wie viele Schüler hast du bestochen? Also ich gebe ja wie viele Snickers Eis. Hast du verteilt? Ja, wollte gerade sagen. Eis an die Neunklässler. Bei uns ist die Grundschule ja nach der 9. Sende. Mhm. Weil die haben ja noch eine 0. Klasse hier. Ach, schade. Und dann gibt's noch die die 10., die ist aber freiwillig. Das war eine schöne Ult von Diva. Ja, und Zen hat erstmal gepanickt, Ult. Oh, Slim Shady ist es, bitte. Slim Shady, Mann. Slim Shady. Großer Fan. Großer Fan. Großer Fan. Ja, aber ich hoffe, dass ich ein cooler Lehrer bin. Noch. Aber ich werde auch älter, man merkt es. Wegen den Fortnite-Kids? Wegen der Fortnite-Kids. Wobei meine Neuntklässler jetzt angefangen haben, wieder Minecraft zu spielen. Irgendwann kommt das Alter, wo man wieder Minecraft spielt. Und ich find's schön. Ja. Mir ist... Also Minecraft wäre mir lieber als Fortnite. Tatsächlich, ne? Weil das fördert die Kreativität noch ein bisschen. Also in dem Aspekt Minecraft jetzt, wenn man jetzt mal ein bisschen spießig klingen möchte. Minecraft ist ein schönes Spiel. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt... Das ist, weil Fortnite so groß ist, ne? Ja, weil Minecraft ist halt hart ausgelutscht, ne? Aber es kommt aber neue Content. Ich weiß nicht, aber Fortnite... Also das interessiert mich tatsächlich so überhaupt nicht. Ich hätte Lust, aber ich hätte da auch Lust, gut zu sein. In Fortnite? Das bin ich ja nicht. Ja, also ich habe ja jetzt zum Beispiel, ich merke halt, dass Battle Royale irgendwie nichts für mich ist. Ich kann stundenlang Overwatch spielen, was ja im Grunde auch immer over und over das gleiche ist, ne? Es ist over und over das gleiche. So, aber irgendwie, ich habe ja jetzt die Blackout Beta gespielt. Ne, diese Call of Duty Battle Royale. Und du wirst dir das Spiel aber nicht kaufen, weil... Nein, weil ich habe ja jetzt einen Key bekommen vom Netzwerk und so und durfte das mal ausprobieren. Eigentlich war ja auch Open Beta, jeder konnte das ausprobieren. Auf jeden Fall, ich merke halt, dass Battle Royale für mich irgendwie nichts ist. Ich weiß nicht, ich finde das total komisch. Das ist... Ich hatte mal reingeschaltet beim Stream, aber das hat mich jetzt auch nicht so... Nee, es ist halt, ich weiß nicht. Ich meine, ja, es macht Spaß, so ein paar Runden. Es macht bestimmt auch Spaß, wenn du zu viel spielst, so, weißt du, oder so, weiß ich nicht. Hast du doch, oder nicht? Ja, also, wenn du mit Leuten spielst, wo du öfter mitspielst, so, weißt du? Also so ein festes Viererteam. Ja, genau. Quasi. Dass du auch halt gut wirst in dem Spiel, so, ne? Aber ich sehe nicht, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das Gewinnen in Overwatch befriedigender, als wenn du es in Battle Royale tust. Obwohl es in Battle Royale ja cooler ist, weil du gegen 80 Leute gewonnen hast und nicht nur gegen 6, so, weißt du? Mhm. Aber ich weiß nicht. Ich finde, dass ich Battle Royale reizt mich nicht. Ich sehe da keinen Reiz drin zu gewinnen. Und meistens wirst du dann eh ganz doof weggemacht von der Sniper irgendwo aus einer Ecke oder so, weil irgendein Typ sich gedacht hat. Gut, das kann hier auch passieren, ne? Aber da weißt du, dass die einen Sniper haben. Und ja, aber hier ist die Map kleiner, Übersicht, genau. Ich weiß halt, wo der steht dann. Im Battle Royale ist der Schuss dann vorbei, so, weißt du? Oh, das ist nice. Ja, macht mal was. Doppel-Ult von Zarya. Weil einmal hat Genji reflected. Ah, lol, Genji, das war cool. Dann hab ich meine reingemacht. Die waren trotzdem haben wir nichts gerissen. Und trotzdem nichts gerissen. Das war eigentlich cool gemacht von Genji, dass er da reflected. Und dann, als die andere Zarya Ult langsam weg war, mache ich meine rein. Wieso dreht er sich denn instant um zu mir? What the fuck? Der McQueen, Alter. Und wieder. Ich hoffe, dass die Talks besser waren als unser Gameplay. Lieblingsfach war übrigens Geschichte bei mir. Und Deutsch. Geschichte. Highlight des Spiels. Bin nicht ich. Ich auch nicht. Ich hab Sportsmanship gekriegt. Bist du mittlerweile auch Stufe 3? Ja. ja, schon lange. Ja, ich aber auch. Ich glaube letztes Mal auch schon. Seit 2 Wochen schon. Also. Ich habe aber auch tatsächlich kein Overwatch gespielt, so in der Freizeit.
Ich in letzter Zeit auch nicht. Ich habe Hearthstone. Das ist der Weg nach vorne. Habe ich dich wieder angefixt, weil ich gesehen hast, dass ich das gespielt habe. Schon so ein bisschen. Ja, ja. So. Wir können ja mal eine Runde Hearthstone nooben, Alter. Alter, das wird witzig. Das machen wir demnächst. Haben Goro und ich ja schon mal, aber wir haben es nicht aufgenommen. Da habe ich Goro so hart gebumst, da wollte er nicht mehr. So war's. Mit so war's. Meiner, mit so, der Drachen, mit dieser Traumdrachenkarte, die ständig die Skala rausgeholt hat. Sera, meinst du? Ja, scheiße Sera. Scheiße Sera. Kommt vielleicht wieder in Zukunft. Wir müssen mal wieder was ausprobieren. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.